Pete ist ein ganz normaler Welpe. Er sucht ein neues Zuhause. Welche Abenteuer ihn erwarten, das hören wir jetzt in der neuen Gute-Nacht-Geschichte. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett heute mit der 1018. Gute-Nacht-Geschichte. Ich bin Marco, schönen Freitagabend wünsche ich euch. Mit dem Recken und Stricken machen wir uns Bett fertig. Jetzt nehmt ihr alle, ich lade euch ein, die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alle so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute, am Freitagabend, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 1018. Gute-Nacht-Geschichte für Freitag, den 9. Juni. Pete und sein neues Herrchen. Pete ist ein ganz normaler Hundewelpe. Er sucht ein liebevolles Zuhause. Er war noch ganz klein, seitdem ist er alleine unterwegs. Doch das Schicksal hat etwas ganz Besonderes für ihn vorbereitet. In einer kleinen Stadt lebt ein Junge namens Paul. Und er wünscht sich nichts sehnlicher als einen treuen vierbeinigen Freund. Heute ist Paul im Park unterwegs. Da entdeckt er einen kleinen Welpen. Der wirkt so einsam und verloren. Draußen im Park ist Pete unterwegs. Der sucht sehnsüchtig Geborgenheit. Paul spürt sofort eine Verbindung zu dem süßen Welpen. Und er beschließt, ihm ein neues Zuhause zu geben. Paul bringt Pete mit nach Hause und er stellt ihn seiner Familie vor. Alle sind sofort begeistert vom kleinen Hundewelpen, der so fröhlich herumspringt und alle mit seiner verspielten Art zum Lachen bringt. Pete erkundet neugierig sein neues Zuhause und er lernt nach und nach die Menschen und auch die Umgebung kennen. Paul und Pete werden schnell beste Freunde. Sie unternehmen gemeinsame Spaziergänge, sie spielen zusammen im Garten und sie kuscheln jeden Abend gemütlich auf der Couch. Pete lernt schnell, was erlaubt ist und was nicht, und Paul ist stolz auf einen klugen und so gehorsamen Hund. Pete lernt auch eigene Freunde kennen, Hundefreunde. Die trifft er im Park auf der Hundewiese. Dort tobt er und tollt mit ihnen herum und er lernt, wie man sich in einer Hundegruppe richtig verhält. Paul ist auch da begeistert, wie gut sich Pete in der Gemeinschaft eingelebt hat und wie beliebt er bei anderen Hunden ist. Die beiden erleben viele Abenteuer zusammen. Sie unternehmen Entdeckungsreisen im Wald, sie machen Ausflüge an den See und sie nehmen sogar an einem Hundewettbewerb teil. Pete zeigt sich, egal wo er ist, immer mutig und tapfer. Und Paul ist dankbar für einen so tollen Freund an seiner Seite. Pete und Paul sind unzertrennlich geworden. Sie sind nicht nur beste Freunde, sondern auch treue Gefährten. Pete hat ein liebevolles Zuhause gefunden, in dem er sich geborgen und geliebt fühlt. Paul ist glücklich über einen Hund, der ihm so viel Liebe schenkt. Die Abenteuer von Pete und Paul gehen weiter. Sie werden noch viele schöne, glückliche Jahre miteinander haben und ganz viele tolle Erlebnisse, Zuneigung und Verbundenheit erfahren. Pete hat sein neues Herrchen gefunden. Und Paul hat den besten Freund, den er sich jemals hätte wünschen können. Als es Zeit fürs Bett ist, da kuscheln die beiden noch.
Piet schnuppert an Pauls Gesicht und gibt ihm einen liebevollen Hundekuss. Paul streichelt sanft über den Kopf von Piet und flüstert ihm ins Ohr. Du bist der beste Hund der Welt, mein lieber Piet. Und mit einem glücklichen und zufriedenen Lächeln fallen sie in einen tiefen Schlaf. Paul weiß genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net. Gute Nacht.